Hi zusammen und herzlich willkommen. Wir sind Timo und Nico und wir werden euch heute das Thema Lademeter berechnen anhand eines Beispiels etwas näher bringen. Die Lademeterberechnung wird in der Logistik angewandt, um die volle und ideale Ausnutzung eines Laderaums zu gewährleisten. Hierzu benötigen wir ein wenig Mathematik. Ein Beispiel. Wir bekommen eine Sendung, die 10 Euro Paletten mit Stapelfaktor 0 und 20 Industriepaletten mit Stapelfaktor 1 beinhaltet. Für die Europaletten benötigen wir den Faktor 0,4. Demnach rechnen wir 10 mal 0,4 und erhalten 4 Lademeter. Für die Industriepaletten nehmen wir den Faktor 0,5, aber weil diese stapelbar sind, rechnen wir 20 mal 0,25 und erhalten 5 Lademeter. Zusammen addiert mit den Europaletten erhalten wir somit 9 Lademeter. Vorteile der Lademeterberechnung sind die geplante, schnelle B- und Entladung der Transportmittel. Damit verbunden die ideale Ausnutzung des Raums, die Platzersparnis, die sich ergibt, und natürlich die Kostenersparnis. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und wir euch bei dem Thema Lademeter berechnen weiterhelfen konnten. Danke und macht's gut!